Ho, ho, ho! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann Reloaded. Heute bereits am Dienstag eine wunderschöne, würde ich euch, eine wunderschöne. Gestern kamen noch ein paar Kommentare rein, wegen Sachen, die ich vergessen hätte. Aber ich habe euch nicht alles gezeigt. Das war mein Fehler, weil der Johnny ist noch da. Also das ist nicht, ich glaube, ich habe aber die falschen Reifen drauf gemacht. Die sind schon dick, ne? Ich habe die Breitreifen aufgemacht, ich bin aber nicht ganz sicher, ob die passen. Wobei, solche Kleinigkeiten, ne? Das ist jetzt eher nicht so mein Fall, dass ich da jetzt jedes einzelne Detail und sowas, also ob da jetzt Breitreifen drauf waren oder andere Reifen drauf waren, finde ich jetzt tatsächlich nicht so schlimm. Da habt ihr gesagt, der Fronttank fehlt, ne? Ich hatte den Fronttank aber gekauft, deswegen finde ich das jetzt komisch, dass der fehlt. Lass mal gucken, wie ich den irgendwo zurückgesetzt habe und der ist gar nicht mehr da, weißt du? Der Unimog ist tatsächlich da, also den habe ich gestern aber auch gezeigt. Den hat. Ah, nee, guck mal, den habe ich vergessen. Siehst du, den Fronttank habe ich vergessen. Ja, siehst du, was kostet der? Sämaschine. Quatsch, das war ein Düngersteuerus. Wo ist der Düngersteuer zum. Ah, da, nehmen wir doch den, Werner. Okay, danke. 10.000 Euro. Okay, kaufen wir uns den nochmal. Ist zwar jetzt von unserem Vermögen abgezogen worden, werde ich mir auch nicht gut schreiben, ist auch egal. Wir fangen zu arbeiten an. Wir werden erstmal jetzt gucken, was wir hier so machen und tun und können und so weiter. So, erstmal der Lindner. Der Lindner. Der muss hochfahren zur Apfelplantage, ne? So weit, so gut. Warte, ich muss es ein bisschen lauter machen. Wir haben gestern nämlich Force aufgenommen. Und da hatte ich es nämlich runtergestellt, weil da der Traktor so laut war. Deswegen nochmal hier. Also jetzt wird es wieder laut gestellt. So. Gut, dann. Ich drücke die falsche Taste. Ohne Witz. Wie kann das denn passieren, Werner, weißt du? Nee, der muss auf alle Fälle wieder zur Apfelplantage. Der nimmt aber gleich nochmal, weil er hat einen Anhänger, ne? Wie passend. Der nimmt gleich nochmal ein Schlückchen oder ein bisschen was vom Kompost mit, weil Kompost haben wir ja im Lager, ne? Wie wir wissen. Also wie halt alles leer angezeigt wird da rechts oben, ist ja Wahnsinn, ey. Ich habe auch sehr viele Vorschläge bekommen als Alternative für den Standard-Fend. Die muss ich mir jetzt angucken. Ich möchte mir da wirklich Zeit nehmen dafür. Und wirklich nochmal ganz herzlichen Dank für die ganz netten Kommentare gestern. Dass das eben war schon auch ein bisschen Balsam für die Seele, sagen wir mal. Ne? Wenn du wirklich so viel Zeit reinsteckst in die ganze Angelegenheit hier und speziell auch für die Hofbergmann und dann eben solche netten Kommentare liest und dass es alles cool ist und das freut mich extrem. Dankeschön. So, mache die volle mit der Kompost, okay? Dankeschön. So, da zahlt sich das natürlich jetzt schon aus, ne? Wenn wir jetzt ein bisschen was im Lager haben. Das Lager werden wir noch sehr oft besuchen, weil hier ist halt sehr viel drin, ne? Plane haben wir auch. Ja, guck mal, ist doch wunderbar. So, dann suchen wir Apfelplantage. Warte mal, Hof. Ich muss anders machen. Hof, Apfel. Ich sehe nichts. Gib Stoff, Jung. Alter, ich gebe Vollgas, ne? Machen wir mal der Allrad rein. Da kommt die nicht hoch, ne? Okay, wir fahren zurück. War sowieso eine Quatschidee, da hochzufahren. Warte, wir müssen so machen, dass wir schön Gewicht mitschieben können. Warte, so. Wunderbar, so macht man das bei uns. Hof, Apfelbandage hätte ich gern, warte. Wo hatte ich denn den? Da, Kompost, Apfel. Ah, guck mal, lass doch den nehmen. Da muss ich, glaube ich, noch ein Stückchen hochfahren. Ne, da geht hier los. Sehr, sehr gut. Hier ist noch eine kleine Devise, ne? Ohoho. Okay. Wie gesagt, also so kleine Zwischenlags, bitte verzeiht es noch. Bin noch nicht überall rumgefahren auf der neuen Karte, muss ich auch ehrlich sagen. Ich kenne die Wege, ich weiß wohin, aber ihr wisst Bescheid, ne? Müll ist mir erstmal egal. Sage ich euch ganz offen ehrlich, Müll juckt mir jetzt erstmal nicht. So, der Unimog stand da hinten drin, für die, die es nicht gesehen haben gestern. Der Unimog ist da. Den müsst ihr nicht vermissen, der ist real. So, da gibt volle Möhre, was alles geht, ne? So, jetzt brauche ich, ich möchte gerne, der ist auch da, den habe ich euch nicht gezeigt. Der ist aber da. Der sollte eigentlich zur Gemüse-Dingens, aber da war die Schranke zu, wo ich das eingestellt habe. Kann aber jetzt weitergefahren werden. Oh, es ist so cool, wenn kein Fehler drin ist, ne? Es ist unfassbar. Fliegel brauchen wir nicht. Clark ist auch da, den habe ich euch auch nicht gezeigt, aber der ist da. Genau, hier wollte ich hin, weil jetzt kommen wir zu der neuen Geschichte.
Anhänger lassen wir erstmal hier. Jetzt geht es nämlich los mit der Butterproduktion schon. Ja, ich habe mir gedacht, komm, alles können wir heute nicht schaffen, das ist mir vollkommen klar. Aber wir können zumindest mal mit den kleinen Feinheiten der neuen Version ein bisschen hantieren. Hupe geht, sagt er. Und die Neuerung, oder die erste coole Neuerung, so muss man es richtig formulieren, ne? Weil es ist ja wirklich cool, ist, dass wir jetzt hier natürlich mit dem Schlauchdingens, es ist übrigens das Schlauchskript verbaut hier, ne? Das werden wir auch nutzen und testen. Hab keine Ahnung, wie das nur funktioniert, aber wir werden das auf alle Fälle mal tun. Ich müsste dreschen, glaube ich, ne? Weil es ist, würde wahrscheinlich alles bereit sein zur Ernte. Habe ich jetzt mal so. Sogar den Grid habe ich mitgenommen, ne? Was war auch nicht vielen klar oder war nicht einigen klar. Ob ich das mitgenommen habe, habe ich mitgenommen. Das ist noch nicht reif. Nur das Feld 1 ist reif. Okay. Dann lassen wir die Felder erstmal links liegen. Klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so. Und kümmern uns erstmal um die ganze Struktur, damit das läuft, weißt du? Ja, Junge, lass dir Zeit. Ne? Mach nicht so doll. Klar, ist da, wie gesagt, es ist so ziemlich alles da. Da können wir gleich weiterfahren. 5000 Liter. So, und dann können wir jetzt hier hinten zurückfahren. Und können hier, es ist mega gut gemacht, können hier rückwärts rein cruisen in die Butterstation. Rückwärtsgang reinwerfen, meine, danke. Und, ne, ist das cool oder ist das cool? Ich glaube, dafür wurden die Buche eigentlich auch gebaut. Da hat er immer gesagt, Jungs, wir brauchen die auf der Hof Bergmann. Und deswegen sind die da, weißt du? Kannst du hier easy cheesy, nicht so wie ich, aber theoretisch kannst du da hier Zeug einfüllen. Ist schon voll. Ist schon voll, okay. Aber läuft, weißt du? Und jetzt wird hier Butter produziert, die ganze Fläche voll. Und dann kannst du hier mit dem nächsten URL reinfahren, die Dinger wieder mitnehmen und gut ist, weißt du? Das passt auf alle Fälle. So, du bist angekommen. Mach nochmal die Tür auf, Junge. Meine Güte. So, da löschen. Oh, jetzt hier auch einiges geändert, ne? Das ist die neue Abfüllstation. Sehr, sehr cool gemacht. Weiß nicht, ob der jetzt wirklich noch Sinn macht hier oben, aber ich hab den mal hier hochgefahren. Ich habe mich eingeklemmt, wollte mich veräppeln. Ne, aber seht schon, also kannst du rangehen, dann Kohl, also Rotkohlköpfe, weil Weißkohl gibt es ja keinen mehr hier, der wurde ja weggemacht. Ja, die müssen wir natürlich alle neu bestücken, weil die haben wir ja geerntet gehabt, deswegen passt das. Stopp, mach langsam, Junge, da ist die Tür zu. Also jetzt nicht mehr. Oh, das ist gekoppelt. Okay, warte. Dann müssen wir noch ein Stückchen reinfahren, sonst habe ich gleich ein Problem. Die Tür ist aber weit gekoppelt, ohne Witz. Ich kann aber so machen. Ah, jetzt habe ich ihn ausgedrückt, oder? So, so. Jetzt habe ich ihn ausgedrückt. Okay, gut. Der Kompost muss zu den Bäumen. Ne? So bringt er uns ja gar nichts. Das Problem, was ich momentan sehe, ist Wasser. Oder haben wir Wasser noch vorhanden? Das ist eine gute Frage. So, jetzt müssen wir gucken, ob das in der neuen Version funktioniert, ob wir immer noch mit Frontrad das machen müssen. Es funktioniert! Wie geil ist das denn bitte? Okay, dann machen wir jetzt mal die Apfelplantage. Mit dem Wasser müssen wir uns was überlegen, ne? Das fällt mir gerade ein bisschen auf den Kopf, dass wir kein Wasser haben. Weil Wasser, ja, gibt es, glaube ich, nur mal in der Kläranlage. Irgendwas wurde mir da in die Kommentare geschrieben. Guck mal da mal ganz fix hin. Wasserstelle. Es gibt kein Wasser. Wasserentnahme erst nach Belieferung der Klärbecken möglich. Achso. Ja, das ist natürlich doof. Lass mal nochmal im Hof gucken. Weil die Wasserstände, glaube ich, habe ich nicht mitgenommen. Nee, war, glaube ich, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Also, habe ich nicht mitgenommen. Hier müsste leer sein. Das können wir ändern. Wir können Wasser kaufen. Hier, Bürger. Nee, Snow hat es länger offen, habe ich gehört, ne? Lass mal gucken. Ja, guck mal. Jetzt sehen wir das Ding auch mal offen. Sehr schön, Snow. Rathaus ist auch offen. Wie sieht's? Oh, genau, die Gülle. Die habe ich jetzt fast vergessen. Oh, die müssen wir abpumpen gehen. Hi, David. Moin. Bist du aus? Bist du Snu? Ne, bist du nicht, ne? Wo geht denn hier das Wasser? Aha. 20 Cent pro Liter. Lass mal Geld für Wasser einzahlen. Preis 0,20. Gebe ich jetzt die Literanzahl ein oder die Wasseranzahl, die ich haben möchte? Sagen wir mal 10.000. Ist das okay?
10.000 habe ich jetzt gegeben. Ja, moin. Wie viele Liter sind das? Dauert das lange, bis das umgerechnet ist, oder? Oder ist es jetzt schon angekommen, weißt du? So, warte mal. Ah, hier ist das Wasserzeichen. Können wir nicht gleich hier hinhüpfen? Hier ist noch nichts da. Wo kommt denn das Wasser? Macht mal den Wasserhahn auf. Okay, wir machen das mal hier weiter. Oh, gerade niesen müssen, tut mir leid. Okay, aber das Wasser wird wohl hoffentlich kommen. Alter, war da doll, der Nieser. Und derweil machen wir das aber. Ich finde das gut. Ich finde es gut, dass du vom Anhänger jetzt entladen kannst. Weil dann liegt nicht so viel Zeug rum, weißt du? Du hast so nicht so eine Unordnung, sondern du hast wirklich alles am Anhänger drauf. Und gut, jetzt stellst du den Anhänger hin und fertig. Finde ich gut. Finde ich wunderbar. So. Dann machen wir hier mal weiter. So, diese Ansicht war immer cool, ne? Jemand hat mal gefragt, warum ich nicht die Apfelplantage abmähe. Das ist eigentlich eine echt gute Frage. Ich weiß gar nicht, warum ich da Nein gesagt habe damals. Hat gewundert, ne? Wollte er zweimal jetzt Kompost haben oder wie sehe ich das? So. Was ich ein bisschen mehr Augenmerk legen möchte, ne? Das klingt jetzt vielleicht für einige oder andere ein bisschen verwirrend, ne? Aber ich möchte das wirklich, dass es den Tieren gut geht hier. Die Felder stelle ich jetzt immer so an zweite Stelle, ne? Weil die Felder gehen, wenn du es richtig machst, nebenbei, glaube ich. Nebenbei. Also wirklich jetzt, wirklich es richtig machst, nebenbei. Aber die Tiere sind schon. Ich glaube, du kannst auch viel Geld mit den Tieren verdienen, ne? Das habe ich komplett unterschätzt. Also wirklich komplett unterschätzt. Dass du da wirklich so viel Geld rausholen kannst. Ich meine, die ganzen Spielereien hier, Apfelplantage und sowas, würde ich jetzt auch aufrechterhalten. Da sehe ich jetzt keinen Grund, die jetzt spontan zu beenden. Aber, wie gesagt, die Tiere habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Wir sind schneller durch das Ganze hier, ne? Also muss man sagen, wir werden den Kompost heute tatsächlich fertig springen, glaube ich. Und das Wasser, wenn das Wasser dann da ist, werde ich es hochliefern lassen. Werde ich mir das Fass noch holen. Da steht ja auch noch am Händler gegenüber, ne? Wasserstelle Hof. Geld leer. What? Geld ist leer? Geld ist bei mir noch nie leer gewesen, du. So, warte mal. Wasserstelle. Aha. 50.000 Liter. Das ist schon mal ganz gut. Das reicht erstmal für die Apfelplantage, würde ich sagen. Aber, es passt ja nicht, ne? Heute Dienstag, Apfelplantage, da war doch was. Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt, aber, ja, doch. Cool. Wenn ich es schaffe, werde ich noch den LKW heute zusammenpacken. Ich werde das Wasser entladen, werde noch den kleinen Anhänger mitnehmen. Und werde dann den dann hier hochbringen lassen, weißt du? Damit ich es nicht vergesse für morgen, weil sonst vergesse ich es wieder. Ich habe auch noch diesen Notizblock. Wie war denn der Notizblock nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Steuerung S? Nee, Steuerung G? Genau, Notizblock für Steuerung G. Richtig, jetzt weiß ich wieder. Ich habe den nämlich wieder ein bisschen in Erinnerung gerufen. Weil der war eigentlich schon ganz cool, ne? Aber du musst halt wirklich täglich, also du musst wirklich so machen, dass du sagst, okay, am Anfang der Folge und am Ende der Folge musst du auf den Notizblock gucken. Oder, ja, damit du eben weißt, was hast du, oder nicht, was hast du gemacht. Ich habe immer zu viel drauf geschrieben. Sondern einfach nur die Sachen, die anstehen, weil dann weißt du eigentlich auch automatisch wieder, okay, das wollte ich machen und das andere habe ich schon gemacht, weißt du? So, jetzt fahren wir die Reihe hier noch und dann sind wir schon fast fertig, ne? Ah, ja, das heißt fast fertig. Die andere Frage ist halt, ob, ja, wohl, mit dem kleinen Fass muss es eigentlich funktionieren. Doch, doch. Du brauchst ja wirklich wenig Equipment für das hier oben, ne? Sollen wir... Ja, ist noch zu früh, glaube ich, um den Bucher hier hochzuschicken, ne? Weil ich möchte halt die Apfelkiste-Geschichte auch mit dem Bucher machen, weil Bucher haben wir ja genug. Deswegen würde ich das wohl so machen. 42%, das heißt, wir brauchen über mindestens einen halben Anhänger für die ganze Plantage. Und das ist noch zu wenig. Boah, das ist viel eigentlich. Aber wie gesagt, ein paar Bäumchen haben wir noch und dann ist schon wieder gut. Die VIP-Liste habe ich angepasst. Soll ich euch die mal kurz zeigen, während ich hier fertig mache? Und zwar werdet ihr sehen, dass da ein paar Lücken sind, weil es sind ein paar VIPs abgelaufen.
Aber ich finde das jetzt nicht dramatisch oder schlimm, gar nicht. Das ist ja jedem überlassen. Und es sind aber auch jetzt ein paar Namen dazugekommen, die ich aber jetzt in die Lücken gefüllt habe. Also ich weiß zum Beispiel ein Lucky Luke, der links oben steht, ist neu. Ich weiß, ein Rafa H., glaube ich, ist neu. Und noch 3, 4 andere. Also die sind neu, aber die habe ich jetzt halt da rein geschrieben, wo halt andere standen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das ist jetzt wirklich negativ gemeint. Aber habe ich halt so gemacht, weißt du. So, jetzt machen wir den noch ganz kurz ready. Die Apfelplantage ist jetzt mit Kompost fertig bestückt. Das funktioniert schon mal. Morgen werden wir noch Wasser nachkippen und dann ist das eigentlich schon wieder alles halb so schlimm, ne? Wollen wir noch was testen? Weil das, wenn das jetzt auch noch funktioniert, ne? Da bin ich ja... Das müsste ja nicht funktionieren. Warte, weil ich möchte mich das Fässchen gleich mit hochnehmen. Weil jetzt wieder mit dem Traktor runterfahren oder wieder hochfahren ist ja auch Quatsch. Deswegen gleich das Fässchen mitnehmen da hinten. Dann passt das auch schon. Müsste aber funktionieren. Jo, funktioniert auch. Sieht zwar jetzt ein bisschen... Boah, geht, ne? Geht. Gut, dann machen wir uns noch eine kleine Notiz. Wie komme ich jetzt da rüber? Warte mal. Steuerung G. So weit, so gut, ne? Aber wie komme ich jetzt da rüber? Wie kann ich jetzt da nochmal... Ich komme da nicht rüber. Okay, egal, lassen wir es gut. Ah, okay, Notiz. LKW plus Anhänger mit Wasser zur Apfelplantage. Plantage, okay. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Morgen sehen wir uns natürlich wieder um, lass mich überlegen, 12 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.